Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Orcs Must Die 3. In der letzten Folge waren wir im zweiten Kriegsszenario unterwegs und jetzt lassen wir uns überraschen, was mal so... Weiß nicht, ob ihr den Cursor seht, aber diese Viecher mit den Bomben auf dem Rücken, die sind nervig. Dann schauen wir einfach mal, wie wir in den regulären Küstenkorridoren zurechtkommen. Und dann einfach mal rein ins Spiel. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut, und wenn nicht, ihr wisst schon, seht zu, dass ihr das ändert, Mensch. Kurz nach dem Kampf verschwand Warwick. Gerüchte machten die Runde, dass Meister Cygnus ihn aus Angst davor, was er tun könnte, aus dem Orden verbannte. Also, was war nochmal der Sinn hinter dieser Geschichte? Ja. Die gigantischen Ork-Armeen, Dujeni. Man hat sie seit der Zeit von Meister Cygnus und Warwick nicht mehr gesehen. Und jetzt sind sie zurück. Kelsey hat recht. Diese neuen roten Risse führen kleinere Ork-Fraktionen zu Armeen zusammen, wie man sie seit Warwicks Zeiten nicht mehr gesehen hat. Wir kümmern uns drum, Zauberin. Platzieren wir die Fallen. Ich würde mal sagen, hier vorne machen wir dicht. Dichter als ein Mettler beim Konzert. So. Ja, das hat immer so passend. Dann gehen die, glaube ich, hier oben nicht mehr durch. Wollen sie sich alle hier durchdrängeln? Kommen sie als erstes hier von da. Fast sagen, machen noch eine kleine Barrikade hin. Die werden sie nicht kommen sehen. Das hoffe ich doch, dass sie die umsehen. Dann machen wir hier noch ein bisschen davon hin. Also machen wir das. Und Laser. Laser sind toll. Ich liebe Laser. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Laser liebe? Ja. Das wird klappen. Ja, das wird bestimmt auch klappen. Ich hoffe, dass es klappt. Das wäre schön, wenn es klappt. Okay, und los. Oh ja, ich bin bereit. Oh ja. Gut. Wenn du bereit bist, bin ich auch bereit. Sind wir bereit? Wir sind bereit. Hat jemand meinen besten Freund gesehen? Nö, aber ich schick dich zu ihm. Eines unserer Tore aufzubrechen. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Ach wirklich, haben sie das? Na, zum Glück sagst du mir das. Da kommen sie. Ja, ich merke schon, ich brauche noch ein bisschen Elektrizität. Denn umzuhaben ist nie verkehrt. Na, komm. Aha. Aha. Ja, klar können wir das. So. Dann würde ich nämlich sagen, verstärken wir hier nochmal mit Lasern. Damit die gar nicht erst da irgendwie hochkommen. Aber ich muss ihn hier einen Durchgang lassen. So, warte mal. Schauen wir uns mal kurz hier oben um. Okay, also mir wird angezeigt, sie kommen nur aus dieser einen Richtung. Warte mal. Ist das dann hier? Achso, das wäre, wenn sie hier die Treppe hochkommen, dann würden sie nämlich hier rumgehen. Könnten dann hier lang oder hier lang, würden aber in jedem Fall immer hier lang oder hier landen. Okay, aber da unten haben wir ja dicht gemacht, also dürfte da eigentlich nichts mehr passieren. Aber ich weiß ja, wie es gerne mal ist mit meinen Plänen. Die funktionieren nicht immer so, wie ich es haben will. Warte mal, erst wenn wir sie hier vorne amtlich abfangen. Genau so das haben. So. Einmal zum Willkommen heißen hier unten durch. Da hinten stelle ich dann wieder Bogenschützen hin. Jumei, ich glaube, das könnte ein Plan sein. Machen wir das. Dann machen wir hier, vorne noch was, damit sie erstmal verlangsamt werden. Dann hier nochmal was und auf geht's. Da kommen weitere Feinde. Das ist mal eine relativ kleine Map, würde ich behaupten. Die feindliche Armee greift an einer anderen Front an. Sie haben
des Tors durchbrochen. Kinderleicht. Kinderleicht nennst du das? Okay, gut. Gut, gut, gut. Ja, cool, cool. Wenn dann das kinderleicht ist, na, dann ist das halt so für dich. Doof gebabbel, Abgehakt ist am Start. Ui, ja. Keine Angst, Kumpel, ich kann dich notfalls noch höher fliegen lassen. Ja. Nächster bitte. Ich glaube, in dem Gang werde ich auch noch was positionieren. Okay. Warte. 4. So. Und so. Der Gang auch erstmal. Da kommen weitere Feinde. Und, oh, oh. Ja, da höre ich doch diese Springviecher. Eine Barrikade wird angegriffen. Ah, und die rennen auch immer direkt zur Barrikade. Sie sind also schnell und tragen Bomben auf ihrem Rücken? Ja. Großartig. Ja, großartig. Okay, aber jetzt noch nicht ganz so tragisch. Das heißt aber, wir müssen hier hinten noch was hinmachen, damit die nicht gleich einfach so in die Barrikade rennen können. Nicht, dass sie mir in unpassendem Moment dann eine Barrikade wegreißen und dann haben wir doch auch wieder ein Problem. Weil nämlich alles ausgelegt ist, nur Gegner über die Richtung hier zu leiten. Hm. Nuff, snuff, oh, oh. Oh, ein bisschen Blitze. Aber ich hätte viel lieber mehr Laser. Und nein, ich bin kein Torvertreter. Wenn dann schon Iron Man. Okay, warte mal. Dann machen wir gleich mal das, was ich. Oh, Logo. Das ist eine Bodenfalle. Ja. Wir sie auch auf dem Boden anwenden. Dann packen wir hier noch eine hin und erhöhen die Anzahl an Bogenschützen, denn davon kann man ja nie genug haben. Oh. Okay, die werden schön klein gemacht. Also was da versucht durchzugehen, kann sich die Überlegung schon mal sparen. Der Todesgang, er funktioniert. Eine sehr beliebte Taktik. Oh, jetzt müsste ich auch mal wieder treffen, wa? Sie greifen die Barrikade an. Hört auf, die Barrikaden anzugreifen. Ja, ein Pflaster wäre gut. Warte mal, Pflaster gibt's hier oben. Ah, holen wir uns ein Pflaster. Okay, besser. Oh, die Barrikade, aber. Oh, die haben aber ganz gut was abgekriegt, du. Das passiert. Noch ein Sieg! Okay, gut. Jetzt kommen sie von dahin. Hm. Dann machen wir das und das. Und Laser. Laser, Laser, Laser. Immer gut. Laser. Habe ich schon mal gesagt, dass Laser gut sind? Ja. Komm, dann machen wir das hier noch. Eins. Ja, warte mal, das will ich weiter mittig. So. Genau, so sehe ich das auch. Komm schon. Unsere Feinde brechen an anderer Stelle durch. Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen. Ist okay. Ist okay, kommen wir mit klar. Schöne ist, diese Sprengviecher, die genau
Die rennen nämlich schön in die Laser rein. Ja, weil einfach ist. Gott, woher war denn das gewesen? Das war doch irgendeine Werbung. Weil einfach ist. Kennt das einer von euch? Das wird mich jetzt wieder beschäftigen, aus welcher Werbung das ist. Hm? Ja. Dann noch mehr Laser. Kann nie genug Laser haben. So, und wenn wir die jetzt hier vorne vielleicht noch ein bisschen verlangsamen, dann sollte das doch ganz öfter funktionieren. Ah, wieder Blitzring nutzen. Und komm nicht wieder. Genau. Nicht wiederkommen. Niemand mag Tote, die wiederkommen. Sag mal. Ich bin eine Lady. Schieß doch nicht auf mich. Ja, ja genau. Steht ja einfach da hinten und beschießt mich. So. Dieser. Genau, die können wir hier nämlich nicht abhalten, so. Machen wir das so. 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 Da kommen weitere Feinde. So. So. Soll ich mal ordentlich durchlesern? Eine Barrikade wird angegriffen. Ist das Overkill? Ich weiß es nicht. Eine Barrikade wurde zerstört. Was? Wo? Wer? Du bist tot. Verarsch mich nicht. Wo? Welche? Hier vorne. Du bist doch doof. Kannst du es wagen, du böser Bube? Tschüss. Einfach mal eine Barrikade down. Na gut. Schau mal, aber hier sollten wir versuchen. So. Okay, das, das tut. Sie greifen die Barrikade an. Ach, schon wieder warum? Hör doch auf damit. Und ich verreck gleich. Jetzt noch mal hoch, Mädel. Er hatte doch bestimmt kurz durch, oder? Ah, okay, muss reichen. Dass dabei so viel Lasern überhaupt noch einer durchkommt, ey. Ackeiert mich doch einer. Aber damit die vielleicht dann nicht ganz so schnell durchkommen, machen wir das jetzt mal so. 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 Oh, die letzte Welle. Letzte Welle für heute, Freunde. Letzte Welle. Eine Barrikade wird angegriffen. Das war einfach. Sie haben eine Barrikade zerstört. Oh, wie machen die das immer? Wie aus dem Lärm. Oh, sieht das schick aus. Oh, ich stehe drauf. Ich find's toll. Ey, ey, ey. Nee. Nee. Lass meine Bogenschützen in Ruhe, du böser Bube, du. Ja, aber viel größer muss es doch nicht. So. Oh, das funktioniert schön. Sag mal. Du blöd? Warum rennst du da an der Seite vorbei? Ja, spinnt ja wohl. Schade, ein bisschen mehr Laserschaden wäre schon ganz cool. Aber okay, gut, hart gereicht. Hart gereicht ist in Ordnung. Ich hoffe, Verbesserung im Zauberbuch. Okay, was? Wieso? Warum sollte ich?
Warte mal, aber was ich machen könnte. Wir haben da. Oh Gott, haben wir viele Schädel. Alles klar, warte mal. Magischer Bogen. Ah, der ist doof. Zepter. Was haben wir denn hier? Windgürtel. Geringe Reichweite. Masskontrolleffekt. Der Feinde wegstößt. Mit dem Sekundärangriff können leichte und schwere Feinde aufgehoben werden. Ne? Er klingt jetzt nicht so toll. Zwergenkriegshammer. Welche Mistenflasche? Ah, Fernkampfwaffe. Nee. Lass mal. Flammenarmschiene. Eisamulett, warte mal. Könnte doch. Eisangriff mit einer sekundären Fähigkeit mit hoher Reichweite. Nee, das sagt mir jetzt auch nicht so zu. Weitschwert. Na, gucken wir mal bei den Schmuckstücken. Schmuckstück ist nie verkehrt. So, Mana. Erhöht die Dauer. Aha. Ja, Irreriss. Heilungsschmuck. Den Ring haben wir ja. Freiheitsschmuckstück. Sorgt angelegt für Betäubungsimmunität, beendet Massenkontrolleffekte und gewährt beim Einsatz für kurze Zeit Immunität. Jetzt auch irgendwie klingt das hier so. Best angelegt Feinde, die den Spieler treffen, davonlaufen. Feinde machen kehrt und laufen beim Einsatz davon. Ja, aber ich will sie ja in meine Fallen locken, da bringt mir das jetzt nicht so viel. Fallen zurücksetzen, was? Verringert angelegt die Abklingzeit von Fallen, setzt bei Benutzung Fallen zurück. Das klingt doch ganz nice. Fallen werden passiv schneller zurückgesetzt. Heilt bei Aktivierung Barrikaden. Oh. Oh. Sehr Verbesserung, verringert die Abklingzeit. Okay, gut. Das finde ich gut. Warte, das nehmen wir. Das packen wir ein. Das packen wir ein. Alle Gegenstände. Ja, das ist schön. Warte mal. Aber das hier, das haben wir auch schon. Dürfen wir in der nächsten Folge einfach nur mal nicht vergessen mitzunehmen. Denn noch eine Runde wäre zwar schön. Nee, warum soll ich das machen? Warum? Aber okay. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss, auch wenn die Folge ja kurz und knackig ist, aber ja, noch eine Folge dann, also beziehungsweise noch ein Szenario, dann wird es gleich nochmal viel, viel länger und dann, na, das muss nicht sein. Also Freunde, und schön, dass ihr wieder mit dabei wart, und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr, aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty, ciao, ciao.